Firmenkundenbank neu fokussiert. Mein Name ist Christian Rauscher, Geschäftsführer von Emotion Banking, und an meiner Seite sitzt Sebastian Fischer, seines Zeichens Partner von Network Effects Austria. Und wie Sie sehen, wir arbeiten in diesem ganz wichtigen Thema miteinander, erstmals auch gemeinsam, weil wir davon überzeugt sind, dass wir unsere Schlagkraft bündeln sollten, um für Sie noch mehr Wirkung zu entfachen. Warum Firmenkundenbank? Warum Digitalisierung? Warum neue Fokussierung? Ganz einfach, wir erleben es, das Jahr 2019 zeigt es auch ganz deutlich, überall Umbruch, Dynamik, Veränderung. Tom Peters hat vor Jahren schon gesagt, wir brauchen einen Fire, Fire, Fire Approach. Wir müssen also deutlich schneller werden, deutlich agiler werden. Und das führt eben dazu, dass jene Unternehmen, die hier auf eine sehr starke Fokussierung im digitalen Bereich sich spezialisiert haben, dass diese Unternehmen weit performanter sind als wirklich ausgezeichnete Banken und Geschäftsmodelle, die eben aus der traditionellen Seite heraus sich entwickelt haben. Konkret festgemacht an einem Beispiel zeigt sich, dass beispielsweise hier die Mitarbeiterbelegschaft mit einer 100%igen höheren Produktivität bei einem irischen Fintech-Zahlungsverkehrsanbieter ausgestattet ist und mit einem 1000-fachen Wachstum und einer 1000-fachen Dynamik ausgestattet ist. Das wirft natürlich die Frage auf, wie viel Dynamik schaffen wir im Firmenkundenbereich? Und ich glaube, der Firmenkundenbereich wird für die Banken in Österreich strategisch erfolgskritisch sein in der Zukunft. Das ist absolut richtig, Christian. Er ist immer kritisch gewesen, aber die Bedeutung wird gerade für regionale Institute nochmal enorm zunehmen. Vor allen Dingen aus folgenden Gründen. Wir sind in einer lang anhaltenden Niedrigzinsphase, die aller Voraussicht nach auch noch einige Jahre andauern wird. Das heißt, die Möglichkeit, durch die Zinsstruktur Geld zu verdienen, wird für Banken schwieriger. Heißt im Umkehrschluss, das Provisionsergebnis wird nochmal an der Bedeutung zunehmen. Bei dem Provisionsergebnis kann man sehr schön sehen, dass die schwerpunktmäßigen Ergebnisbeiträge aus dem Zahlungsverkehr wiederum aus dem Wettbewerbsgeschäft erfolgen, die ihres Zeichens sehr stark im Zentrum disruptiver Angebote von Technologieanbietern sind. Ja, das heißt, Banken sind dort in Gefahr, dass sie Ergebnisbeiträge verlieren. Warum ist deswegen das Firmenkundengeschäft sehr wichtig? Punkt 1, Firmenkundengeschäft macht einen Großteil der Bilanzsumme österreichischer Banken aus, hat damit historisch eine sehr starke Bedeutung. Punkt 2, es ist aufgrund seiner Kommunikations- und Beziehungslastigkeit auch schwieriger zu disruptieren und rückt damit die Bedeutung für regionale Institute gerade in Deutschland nochmal sehr stark als Zukunftsanker in den Vordergrund. Wirft die Frage auf, was erwarten unsere Firmenkunden? Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ist doch eigentlich alles gut. Firmenkunden zeigen sich eigentlich recht zufrieden. Wenn man aber genauer in die Zahlen, Daten und Fakten unserer Analysen der Firmenkundenbefragungen blickt, dann zeigt sich zum einen der Effekt, dass unter der Oberfläche der Zufriedenheit einiges an emotionaler Abwendung von den Hausbanken stattfindet. Das heißt, die Loyalitätsindikatoren neigen sich in eine kritischere Richtung. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Geschäft sicher in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch weiterhin bei uns verankert sein wird. Und zum Zweiten zeigt sich, dass natürlich auch die Firmenkunden selber mit der Digitalisierung beschäftigt sind. Ganz aktuell ein Fünftel aller Firmen- und Gewerbekunden, und vor allem nämlich genau das Klientel der größer volumigen Firmenkunden, bezeichnet sich als digital extrem affin, mit einer digitalen Strategie ausgezeichnet. Und die erwarten sich natürlich genau dieselbe Form der Digitalisierung und Effizienz von ihren Lieferanten und Partnern, und da zählen eben die Banken mit hinein, was so viel bedeutet, wir werden künftig darin gefordert sein, in der Wertschöpfungskette der Firmenkunden auch eine Rolle zu spielen. Effizienz ist, glaube ich, das zentrale Schlagwort in der Bedürfnisstruktur. Die Bank wird künftig daran gemessen werden, wie sie Firmenkunden bei ihrer eigenen Digitalisierung und damit auch Effizienzstrategie unterstützt. Wenn man jetzt konkret Firmenkunden danach fragt, was wir getan haben im Rahmen unseres Firmenkundenmonitors, was sie von ihren Banken erwarten, spiegelt das genau dieses Bild wider. Firmenkunden wünschen sich von ihren Banken mehr Effizienz, was sich insbesondere durch tagtägliche Prozesse in der Interaktion manifestiert.
Heißt ganz konkret, Firmenkunden wünschen sich möglichst unkomplizierte, papierlose Kontoeröffnung und Produktabschlussprozesse. Ganz zuvor, das über ein Drittel der Firmenkunden haben gesagt, dass sie das von ihren Banken erwarten. Gleich danach kommt die Position, die Rolle der Firmenkundenbank als Effizienztreiber auch sehr stark zu tragen. Bis zu einem Drittel der Firmenkunden erwarten sich von ihrer Bank, dass sie ihre eigene Administration auch helfen zu optimieren. Sei es durch entsprechende Online-Buchhaltungsprogramme, sei es durch effiziente Finanzcockpits und Finanzverwaltungstools. Das ist ein sehr zentrales Thema, wo die Bank sich aufstellen kann als zentraler Effizienz-Enabler für die Firmenkunden. Mit etwas Abstand, aber doch sehr wichtig, ist die Rolle der Bank als Ökosystemplattform bzw. als Ökosystemprovider, indem sie dort entsprechende Benchmarkdaten für andere Firmenkunden zur Verfügung stellt bzw. auch als Online-Plattform für unterschiedliche Produktgeber dient. Was auch ganz spannend ist, die in den letzten Jahren sehr stark gehypten Technologien rund um Blockchain, Cryptocurrency, spielt in der Wahrnehmung der Firmenkunden momentan noch keine sehr große Rolle, was sehr stark aus unserer Wahrnehmung damit verbunden ist, dass die konkreten Anwendungsfälle noch auf sich warten lassen. Es gibt momentan einige Versuchsobjekte in Richtung Konsortialkreditgeschäft etc., aber das ist noch kein Massenthema, ergo in der Wahrnehmung der Firmenkunden noch nicht sehr stark verankert. Ja, das gibt uns die Zeit zum Handeln.